Für Börsianer ist es ein historischer Tag, denn der Dow Jones Index ist auf den höchsten Stand in der Geschichte des Handels an der Wall Street in New York geklettert. Der neue Rekordkurs, der liegt jetzt bei 14.286,37 Punkten. Jetzt hat der Dow Jones Index inzwischen schon wieder ein bisschen Luft abgelassen, liegt aber immer noch bei 14.275 Zählern mit 1,1% im grünen Bereich. Und auch der deutsche Aktienindex konnte heute kräftig zulegen. Hier ging es sogar um 2,5% nach oben auf ein neues 5-Jahres-Hoch von 7.883 Zählern. Und jetzt fehlen dem DAX nur noch rund 270 Punkte zu seinem Allzeithoch, was er am 13.07.2007 erreicht hatte, bei 8.151,57 Zählern lag dies. Ja, die Märkte werden weiterhin beflügelt von der Erwartung der weiterlaufenden lockeren Geldpolitik weltweit, um die globale Konjunktur, die ja zuletzt schwächelte, weiter anzukurbeln. Außerdem hatten ja zuletzt auch die Notenbanken in den USA und in Japan bestätigt, dass man die Politik des billigen Geldes fortsetzen werde. Gerade in den USA soll das Anleihenkaufprogramm weiterlaufen. Und jetzt kam auch noch die chinesische Regierung mit den stabilen Wachstumsaussichten. Man hat nämlich auch für das laufende Jahr einen Zielkorridor des Wirtschaftswachstums von 7,5% angegeben. Im zweiten Halbjahr 2012 hat man diesen sogar mit 7,8% übertreffen können. Ein großer neuer Rekordhaushalt in China soll die Wirtschaft zusätzlich ankurbeln. Dies alles sorgt für eine große Kauflaune an den Märkten insgesamt und eben dann auch für neue Rekordstände bei den großen Indizes. Die kurzfristig orientierten Derivateanleger an der Börse Stuttgart agieren allerdings im Moment eher antizyklisch. Sofern sie noch Call-Optionsscheine und Long-Zertifikate in ihren Depots halten, werden hier immer stärker Gewinne mitgenommen, die dann natürlich überproportional und satt angefallen sein dürften. Auf der anderen Seite kauft man jetzt dann doch eher die Short-Zertifikate und Put-Optionsscheine, rechnet also jetzt auf ganz kurze Sicht mit Gewinnmitnahmen am Aktienmarkt und vielleicht dann eben erstmal wieder mit fallenden Kursen zum Auftakt des morgigen Börsentages, also am Mittwoch.